Diese Woche bei DVS TV. Neuer Imagefilm von Abicor Binzel überrascht. Böhler Welding Group ist nun Fürstalpine Böhler Welding. Messer Cutting Systems bereit für zukünftige Anforderungen der Brennschneidbranche. Und Kongress für Leichtbauexperten in Düsseldorf. Und damit herzlich willkommen bei DVS TV. Unter dem Titel Serving the Welder's World präsentiert sich Abicor Binzel in einem Imagefilm, der so ganz anders ist, als man es erwartet. Mit Charme und Witz begleitet der Actionheld McCor den Zuschauer durch die Welt des Schweißens. Gespielt von Daniel D'Alessandro muss Geheimagent McCor im Laufe der Handlung manche Hindernisse überwinden. Als Kurier auf einer Bohrinsel landen, Spione entlarven und den Abicor Binzel Sofortservice umsetzen. Nebenbei löst er mit modernen Produktinnovationen anspruchsvolle Schweißaufgaben bei unterschiedlichen Kunden und führt den Zuschauer durch das Werk des Unternehmens. Wer Spannung liebt und sich in der Welt des Schweißens zu Hause fühlt, wird sich begeistern lassen. Im September 2013 ist der Schweißzusatzhersteller Böhler Welding Group nun gänzlich in den Fürstalpine-Konzern eingetreten und hat sich auf der Fachmesse Schweißen und Schneiden in Essen erstmals im neuen Gewand präsentiert. Wir sprachen auf dem Messestand mit Dr. Martin Peruzzi über die Änderungen. Naja, in der Böhler Welding Gruppe, die ja 2007 zur Fürstalpine gekommen ist, haben wir immer schon einen Bezug zur Fürstalpine gehabt natürlich und haben das auch im Namen wiedergespiegelt als Fürstalpine im Zusatz. Für uns ist aber zukünftig wichtiger, diese Synergien mit der Fürstalpine Gruppe noch stärker zu betonen und zu kommunizieren, weil wir einfach gesehen haben, dass diese Synergien, die wir heben können, mit einem Metallverarbeiter, mit der metallurgischen Kompetenz, die eine Fürstalpine mitbringt, gemeinsam mit unserer Kompetenz im Schweißbereich zu verbinden und so noch stärker eigentlich am Markt auftreten können, um den Kunden die Lösungen gemeinsam aus der Grundwerkstoffseite, gemeinsam aus der Zusatzwerkstoffseite anbieten zu können. Diplom-Ingenieur Peter Scharf ist Geschäftsführer des international tätigen Unternehmens Messer Cutting Systems mit Hauptsitz in Bad Soden. Während der Schweißen und Schneiden 2013 sprachen wir mit ihm über innovative Ansätze im Hause Messer. Bei mir Peter Scharf von Messer Cutting Systems und Sie haben ja Ihr Produktspektrum erweitert. Inwiefern denn? Ja, wir gehen letztendlich in eine One-Stop-Lösung. Das heißt, wir wollen dem Kunden Gelegenheit geben, sich auf sein Kerngeschäft zu reduzieren und darauf zu konzentrieren. Und wir wollen das ganze Randgeschäft letztendlich von ihm qualifiziert übernehmen. Das geht letztendlich los mit der Anlieferung der Palette zum Schneiden, die dann gefördert wird in eine Maschine. Dieses Thema nennen wir Material Handling. Schneiden dann die entsprechenden Teile aus diesen Platten heraus. Jetzt haben Sie in Ihrem Hause eine Bildungsstätte eingerichtet. Warum? Naja, diese hochkomplexen Anlagen, so wie ich es eben erklärt habe, müssen bedient werden. Das Ausbildungsniveau in Deutschland, aber auch international, ist nicht unbedingt auf dem Level, wie wir es brauchen als Voraussetzung, um diese Maschinen bedienen zu können. Und deswegen ist die Ausbildung das A und O. Solche Maschinen kann man relativ schnell zum Crash fahren und das will natürlich keiner. Am 25. und 26. November veranstaltet der GDA Gesamtverband der Aluminiumindustrie in Düsseldorf zum dritten Mal den EAC European Aluminium Congress mit dem diesjährigen Titel Aluminium Automotive Applications, Tomorrow's Design and Sustainable Performance. Der diesjährige Kongress ist der Branchentreffpunkt für Leichtbauexperten aus der internationalen Automobil- und Aluminiumindustrie. Es haben sich bereits mehr als 100 Unternehmen mit rund 180 Experten angemeldet. Der Kongress ist in insgesamt 5 Sessions aufgeteilt, die sich unter anderem den Themenfeldern Design, Karosserie, Prozesstechnologien, Fügetechnik und Oberfläche widmen. Das war's von DVS TV. Ich wünsche Ihnen eine charmante Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.